Hallo, der Matthias ist wieder hier und ich freue mich, dass du mit dabei bist bei meinem neuen Video. Wie du sehen kannst, habe ich wieder Post bekommen. Einmal aus China und dann noch ein weiteres aus Australien. Da sind wir schon sehr gespannt, was wir da drin finden werden. Und dann fangen wir jetzt mal an und packen das erste Paket hier aus. Dazu nehme ich wieder mein Nasenfahrrad. Und dann wollen wir das gute Stück mal öffnen hier. Mal schauen, was wir da vorfinden. Okay, mit dem scharfen Messer. So. Und sehe da, da ist etwas gekommen von DJI. Nehmen wir erstmal das große raus. Das ist die Charging Display Base. Der Dom und noch ein kleineres weiter, was noch fast wichtiger ist. Und zwar ist das für die DJI Pocket 2 das Do-It-All-Handle. Das habe ich jetzt auch endlich bekommen. Das hatte ich ja nicht bei meinem Paket mit dabei gehabt, als ich die Pocket 2 geordert habe. Da habe ich ja nur das ganz normale bestellt und nicht das mit dem erweiterten Set. Und dadurch fehlte mir natürlich das Wi-Fi-Modul für die Pocket 2. Ich hatte zwar jetzt auch schon das Wi-Fi-Modul von der Pocket 1 dafür benutzt, aber da gab es doch einige Probleme, gerade mit der Befestigung auf dem Mount. Das ist ja auch einmal runtergefallen. Das hatte ich ja in dem einen Video euch gezeigt. Das war nicht so optimal. Und jetzt habe ich halt das Original Pocket 2 Do-It-All-Handle mit Wi-Fi-Modul. Und was auch das Gute ist, dass ich den externen Audioausgang dafür nutzen kann. Dann auch mit meinem Rode Wireless Mikrofon. Das ist auch eine gute Sache. Ja, und das schöne Display Base für die Charging Display Base für die Mini 2, für meine Mini 2, damit ich das schön präsentieren kann hier bei mir im Homeoffice, in meinem kleinen Studio und dann auch gleichzeitig aufladen kann. Gut, machen wir das mal als erstes hier auf. Das ist extra das neue Modell der Base. Es gab schon mal eins davor für die Mini 1. Das hatte ich auch aus Versehen mal bestellt für meine 2. Nur leider passt das nicht, da der Anschluss doch ein anderer ist. Damals gab es noch den USB-C-Anschluss, den kleinen USB-Anschluss. Und jetzt haben wir halt USB-C. Ja, was haben wir hier? Eine kleine Anleitung. Schönen Karton. Packe ich das mal wieder da rein. Okay, da werden wahrscheinlich noch die Kabel dabei sein. So, stelle ich das mal hier hin. Dort. Das stört mich manchmal ein bisschen hier in der Sicht mit meinen vielen Kameras, dass die Osmo Action das dann auch drauf bekommt, die Action 1. Okay, hier haben wir das Display Base. Okay, schön, klasse, durchsichtig. Okay, dann löse ich hier die Sticker mal wieder. Sticker Nummer 1.
den Sticker Nummer 2. So. Dann kann ich das Ganze öffnen. So. Und dann kann meine Mini 2 da rein. Da muss noch der Anschluss gelegt werden. Mache ich das erstmal noch. Das sollte sich hier drin befinden. In diesem kleinen Schächtelchen. Ja, da sind dann einmal wieder ein USB-C-Kabel, von dem ich ja schon so viele habe. Und hier haben wir die Anschlüsse. Je nachdem für die Mini 1 oder die Mini 2, was ihr da benutzen wollt. Sind magnetisch, sehr schön. Und ich brauche hier nicht den USB-Anschluss, sondern den USB-C-Anschluss. Den brauche ich jetzt einfach nur da so drauf zu setzen. Das ist magnetisch, wie gesagt. Dann ist das da schon drin. Okay, USB brauche ich nicht, habe keine Mini 1. Machen wir das wieder zu. Okay. Und dann kann ich die da drauf setzen zum Laden. So, einen richtigen Anschluss. Ja, dann ist sie da drauf. Dann kann man die Kuppel wieder schließen, den Dom wieder zumachen. Und dann hat man die Mini 2 da wunderschön auch als Display. Muss man meinen Drehteller gleich holen. Dann setze ich die dann noch mit drauf. Und dann kann sie sich ein bisschen dabei drehen. Ja, und da ist er dann, mein Drehteller mit dem neuen Charging Display Base von DJI für die Mini 2. Sieht schick aus. Lassen wir sie da mal ein bisschen ihre Runden drehen. Okay, dann das Do-It-All-Handle für die Pocket 2, wo ich ja auch schon länger drauf gewartet habe. Das war ursprünglich ja nur in dem Set erhältlich mit der Pocket 2. Das hatte ich seinerzeit nicht bestellt. Hatte das dann nachher schon ein bisschen bereut, da die Befestigung von dem alten Modul nicht so ideal ist. Ja, es ist ja alles schön klein hier. Mal das zur Seite. Was ist dann drin, das Handy? Mhm. So. Dann ist das gute Stück hier schon. Ja. Before detaching the DJI Pocket 2 Do-It-All Handle from DJI Pocket 2, pull down this release latch on the handle. Genau, das sollen wir erstmal runterziehen. Das doch mal. Okay, hier ist dann der externe Audioausgang, der ist mir ja wichtig. Hier ist der USB-C-Anschluss, der geht durch, auch gut zum Laden. Unten das Mount, für das Mount, für das Tripod, das Gewinde. Und ja, das ist schon alles. Dann nehme ich sie hier mal raus. Erstmal die Aufnahme wieder stoppen, weil die läuft jetzt natürlich auch mit, die Pocket 2. Dann nehme ich sie raus aus dem Wi-Fi-Modul der Pocket 1. Dieses Wi-Fi-Modul werde ich dann auch der lieben Janette schicken. Die hat ja jetzt meine Pocket 1. Dann kann die damit weiterarbeiten. Das kann sie bestimmt gut nutzen. Viele Grüße, Janette, an dieser Stelle. Okay. Die Pocket 2 erstmal wieder aus und dann setzen wir das neue Modul da mal dran. Zack, ist es da dran. Dadurch wird das Ganze natürlich länger und auch eigentlich sogar besser in der Hand zu halten, falls man so damit arbeiten möchte. Okay, dann gleich mal wieder die Aufnahme starten und dann schauen wir mal, was wir da noch bekommen haben mit der Post. Diesmal aus Australien von einem Dritthersteller, nicht direkt von DJI. Von der Firma Scotty Makes Stuff. Und das Ganze aus Australien. Viel Zubehör dabei. Und falls ihr euch fragt jetzt, was das Schönes sein kann. Das ist
ein weiteres Mount, das Micro Pro 2. Und zwar handelt es sich dabei um einen First Access Stabilizer für Actioncams, kleinere Kameras. Dieses Set hier habe ich jetzt speziell für die Pocket 2 bestellt. Da ist dann also noch einiges an Zubehör dabei. Und zwar, was dieses zusätzliche Gimbal verhindert, ist dieses Wobbling in der Z-Achse, was man in vielen meiner Aufnahmen ja sieht, da die Bildstabilisatoren bei den Actioncams halt das ausgleichen, nur in der Z-Achse wird es nicht so ausgeglichen. Deswegen habe ich mir das jetzt noch besorgt. Machen wir das mal auf. Mal die Sachen erstmal zur Seite. Wie gesagt, mit viel Zubehör, dass man das zusammenbauen kann. Passend für die Pocket 2. Ich will das dann später auch mal mit der Action und der Hero 9 ausprobieren. Thank you from Scotty. We are extremely proud of the new range of accessories empowering a new generation of content creators. We take a lot of care when we build each accessory and now you're going to get the opportunity to see what we are so excited about. I can't wait to see what you make with it. Thank you, Scotty McPherson. Das ist so eine kleine Firma in Australien. Der Scotty, der entwirft solche Sachen und baut die dann. Das ist die Bedienungsanleitung. Da werde ich mich dann noch ausführlich mit beschäftigen. Und hier haben wir das Gimbal. Es ist relativ klein, relativ kompakt. Und doch sieht es ziemlich wertig aus. Jetzt noch so ein kleiner Imbusschlüssel. Nehmen wir die Verpackung erstmal auch wieder zur Seite. Hat sich viel Verpackung jetzt angesammelt. Und hier ist es ja. Genau. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man das hält. Lass ich das da rauskriegen. Eigentlich. Jetzt musste ich leider einen kleinen Cut machen in diesem Video, da mir ein kleines Malheur passiert ist mit der Z-Axis Mount, mit dem Z-Axis Mount von Scotty Make Stuff. Ich weiß nicht, ob ich euch das hier vorher eingeblendet habe. Falls ja, dann habt ihr sicherlich euch darüber amüsiert, wie ich dieses eine Teil hier beim Lösen des Ganzen zerbrochen habe. Ich habe mal versucht, das wieder ein bisschen zu kitten, also mit Sekundenkleber wieder festzumachen. Das ist mir nicht so hundertprozentig gelungen, aber ich weiß auch gar nicht so genau, ob ich das Gerät überhaupt, dieses Teil, brauchen werde, da das auch so ziemlich komplett ist und man eigentlich auch so schon damit ganz gut arbeiten könnte. Okay, ja, nach diesem kleinen Malheur, was mir hier passiert ist, möchte ich euch dann doch nochmal wieder daran erinnern, dass ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren könnt. Dazu einfach unten auf Subscribe drücken und vielleicht auch die Glocke, ne? Dann werdet ihr immer benachrichtigt, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Das wäre auch ganz schön. Ja, ein Like könnt ihr mir natürlich da lassen und wenn ihr möchtet, auch einen kleinen Kommentar schreiben zu meinem aktuellen Video. Gut, dann machen wir hier mal weiter. Ich habe, wie gesagt, das Ganze jetzt hier so ein bisschen vorbereitet, dieses Mount. Und jetzt muss ich nur noch einige weitere Schritte dazu vornehmen. Und zwar erstmal natürlich müsste ich die Pocket 2 hier oben drauf setzen. Das werde ich auch gleich noch machen. Und dann, was auch noch wichtig ist, sind diese Counterweights, diese Gegengewichte. Die müssen hier unten dran befestigt werden. Ich schraube das hier mal ein. Das. Und dann käme hier oben drauf die Pocket 2 dann oder eine andere Kamera. Das Ganze soll dann so ausgerichtet sein vom Gewicht her, dass es möglichst stabil in der Mitte steht. Also schön mittig dann so. Und dadurch wird dann diese Auf- und Abbewegung beim Laufen oder Ähnlichem ausgeglichen dabei. Okay. Was natürlich noch ganz praktisch ist, ist dann dieses schöne kleine Teil. Das befestige ich hier hinten dran.
wird hier aufgeschraubt. Okay. Und wie ihr sicherlich erahnen könnt, können wir dann auch unser Mobilfon, unser Smartphone da befestigen. Mache ich das mal eben. Setze ich das hier mit rein. Als Kontrollmonitor dann für die Kamera. Ja, dann schnappe ich mir mal die Pocket 2 und setze die vorne mit auf. So, komm her hier. Lass sie dabei noch laufen. Dann hat man diesen netten Vorführeffekt. Kann ich euch auch mal von so zeigen. Okay. Und dann, ich habe jetzt natürlich noch dieses Wi-Fi-Modul, das Do-It-All-Handle unten angebracht. Und dementsprechend ist sie dadurch ein bisschen schwerer, so dass normalerweise ist hier noch ein weiteres 100 Gramm Gewicht mit dabei. Und wenn ich das benutze, dann wird das Ganze zu schwer, dann zieht es doch zu sehr nach unten. Ich kann es ja mal eben mit draufschrauben. Okay, so, dass ihr das sehen könnt. Jetzt hängt sie doch etwas zu sehr durch und das ist dann nicht ganz so schön. Gut, dann schalte ich mal die Ansicht wieder um. So, genau, und jetzt würde sie so filmen. Wie gesagt, das Ganze ist jetzt ein bisschen zu schwer durch den Do-It-All-Handle. Wenn man jetzt nur das normale Modul mit dem Mount unten anbringt, dann passt es perfekt. Ist das Gewicht genau richtig? Ich muss mal schauen, wenn ich jetzt hier noch was mit dranhänge oder das wieder abmache, dann geht es erstmal wieder nach oben. Zum Beispiel das externe Audio-Modul, das Wireless-Modul kann ich da noch mit anbringen. Und hier unten kann ich auch noch etwas verschrauben, so dass das Gewicht dann ein bisschen ausgeglichener ist. Dass sie dann etwas mehr in die Gerade kommt. Da muss ich noch ein bisschen mit experimentieren. Ja, und ansonsten sollte das so funktionieren. Ich blende euch vielleicht gleich mal ein paar Aufnahmen ein, die ich damit gemacht habe schon. Draußen, es hat gerade extrem angefangen zu schneien bei uns hier an der Nordseeküste. Mal schauen, ob davon was liegen bleibt oder ob ich mich mal raustraue und mit diesem Setup ein paar Aufnahmen dann draußen mache. Ja, okay. Das wäre dann also erstmal mein heutiges Unboxing-Video hier für euch mit dem Dome, dem schönen Charging Dome für die Mini 2 und diesem Mount hier von Scotty Makes Stuff aus Australien. Ich blende euch unten auch mal den Link dazu ein, dass ihr da auch mal selber nachgucken könnt, ob das was für euch wäre, falls euch auch dieses Gewobbele in der Z-Achse bei einigen Aufnahmen auf den Geist geht, so wie mir, dann könnt ihr das damit ganz gut abschalten. Ja, dann möchte ich mich erstmal bedanken, dass ihr das Video wieder bis zum Schluss geschaut habt. Ich freue mich darüber. Lasst mir gerne ein Like da und einen Daumen nach oben. Ihr könnt den Kanal natürlich auch abonnieren, falls ihr das nicht sowieso schon gemacht habt. Drückt auch die Glocke, dann werdet ihr immer informiert, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Ja, und ansonsten bleibt mir nur euch allen zu wünschen, dass ihr gesund bleiben mögt. Unternehmt was Schönes. Gerade wenn das Wetter auch mal nicht so besonders ist, kann man trotzdem ein paar nette Aufnahmen machen. Ja, und ansonsten bleibt alle gesund, habt viel Spaß und wir sehen uns dann bald in meinem nächsten Video. Also bis dann, euer Matthias. Vielleicht sicherlich auch mal was anderes als immer nur in die Berge oder in die Wälder zu fahren. Dann hat man das schon mal an der Küste.